Nach dem Sensationserfolg in der ersten Runde des ÖFB Samsung Cup hat sich der SK Hertha Klasamstetten eines vorgenommen, die nächste Runde genauso souverän hinzulegen. Gegen Wienerberg hat sich die Thomhofer Elf einen 3:0 Teppich gelegt und sich bei dieser Begegnung keineswegs darauf ausruhen können. Zu Gast im Erdlglas-Stadion war der Vorarlberger Fußballclub Austria Lustenau, der sich derzeit in der österreichischen ersten Liga auf Platz 4 positioniert hat. Die Ausgangslage: Der niederösterreichische Regionalligist und der Vorarlberger Erstligist stehen sich erstmalig in einem Bewerbsspiel gegenüber. Während sich der Gastgeber mit einem torlosen 0:0 vom Wiener SK trennte, musste sich Lustenau gegen Linz auswärts geschlagen geben. Mit viel Elan starteten beide Teams in die Partie. Das hat auch gleich die erste Entscheidung zur Folge. Nach einem Foul der Gastgeber vergibt Schiedsrichter Andreas Heiß einen Elfmeter, den Peter Haring in der 11. Minute prompt zum 0:1 verwandelt. Diese Führung lässt der SK Hertha-Klasamstetten nicht lange so stehen. Freistoß für die Thonhofer Elf. Markus Keusch zieht ab und lässt den Torwart keine Chance. Tor für Amstetten und Ausgleich zum 1:1 in der 13. Minute. Lange passiert nichts, das 1:1 Remis hält sich hartnäckig bis zur 81. Minute. Erst durch den Vorarlberger Spieler Raphael Dwamena wird am Torverhältnis gerüttelt. Er nimmt Maß und trifft zum zweiten Führungstreffer in dieser Spielhälfte. Nun kommen die SKUler ins Schwitzen und drücken drauf. Mit Erfolg. Nach einem Herumgestochere vor dem gegnerischen Tor hat es Keeper Christoph Knett schwer, den Überblick zu behalten. Und Patrick Lachmeier erzielt punktgenau in der 90. Minute das 2:2. Das heißt, es geht in die Verlängerung. Doch 2x15 Minuten haben nichts am Ergebnis verändert und so heißt es Aufstellung für das Elfmeterschießen. Eines, das sichtlich an den Nerven gezerrt hat, die Nummer 5 Christoph Stückler aus Lustenau gibt den Startschuss und trifft Volley. Amstetten zieht mit Vukovic das Ass und füllt auf 1:1 auf. Danach reißt die Glückssträhne bei Lustenau ab. Der zweite Ball von Marco Stark geht drüber. Teuretzbacher hingegen netzt ein zum 2:1. Dann der nächste Schuss aufs Tor durch die Nummer 11 Raphael Dwamena und den hat Amstettens Keeper Lukas Schweiger souverän gehalten. Tobias Michael Heider-Madl setzt den Ball neben das Tor. Es bleibt beim 2:1, doch Lustenau setzt eins drauf und schafft den Ausgleich. Es ist Kapitän Michael Achleitner, der schlussendlich das erlösende Tor schießt, denn Lustenau schafft in der letzten Elfmeter der SKU-Runde kein Tor mehr. Damit hat es Amstetten in die dritte Runde des ÖFB Samsung Cups geschafft. Wenn man über 120 Minuten so eine Leistung abliefert und wir natürlich auch über die Grenzen gehen mussten, dann kann es noch gar nicht glauben, dass wir dieses Spiel im Elfmeterschießen gewonnen haben, aufgestiegen sind und man muss das einmal sitzen lassen. Ich glaube, diese Spiele gibt es nur in Amstetten, das ist ja nicht das erste Mal und diesmal waren wir auch die Glücklicheren im Elfmeterschießen, aber auch nicht unverdient. Es ist eine extrem geile Partie und das haben wir über 120 Minuten plus Nachspielzeit plus Elfmeterschießen bewiesen und das haben wir halt voll verdient, weil die letzten Jahre haben wir immer Pech gehabt und war einfach eine coole Partie. Wir haben es heute einfach verdient. Wir waren in der zweiten Halbzeit auch besser, in der Verlängerung besser. Und ehrlich, heute haben die Nerven gehalten. Kompliment an die Mannschaft, war einzigartig, super. Das Spiel war aufregend, herzzerreißend, eine tolle Stimmung, eine tolle Leistung. Ich muss sagen, ist von den Nerven an die Grenze gegangen. Wünsche für die Begegnung im Oktober stehen schon in der Auslage. Ich bin froh, wenn ich einen Bundesliga-Club kriege. Mein Wunschgegner wäre natürlich Sturm Graz, derzeitige Tabellenführer, dass wir den Ende Oktober da haben. Und dann schauen wir uns ja auch, damit das Stadion, Erdlglas-Stadion, bummvoll sein mit 3.500 Leuten. Dann schauen wir mal, was rauskommt. Ich meine, Rapid traut sich wahrscheinlich nicht mehr her. Die sind jetzt zweimal gerade noch verschont worden. Wenn die jetzt herkommen, dann verschont wir es nicht mehr. Nein, was sagen wir, das wird es und wird sicher erste oder zweite Liga. Aber jetzt ist dann wieder die Meisterschaft wichtig. Da müssen wir zusammen richtig durch Gas gehen. Und ja, heute genießt man oben noch. Einen Bundesliga-Verein mit großen Namen, mit viel Qualität. Ich glaube, das haben wir uns jetzt verdient. Das nächste Heimspiel findet bereits am 23. September statt. Da trifft der SK Hertha Klasamstetten auf die Wiener.